Das war die Knight Rider Anfangsmusik. Und wir sind. Ne, guck mal her. Hi. Hi. Gamescom Daumen. Los, los, los. Nein, zu spät. Scheiße. So, wir sind heute auf der Gamescom 2012. Wahrscheinlich die letzte, die wir noch miterleben werden. Da wird ein heftiger Schockeffekt eingefügt. Ist so, ey. Ja. Falsch ausgestiegen. Danke, Mirko. Und jetzt hängen wir in Wipper Fürth. Wer wäre schon gerne in Wipper Fürth? Unsere Gruppe ist nun komplett. Nick, jedem bekannt. Leon, der bla 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 Fetischist. Und Luca. Hallo. Oder auch die Frisur. Die Frisur. Man kennt es aus dem Podcast. Wie viele Kartoffeln braucht man, um einen Hirn zu töten? Gar keine! Ja, gleich gehen wir zu der Crazy Mirko 777 Fun-Treffen. Ach ja, genau. Das anscheinend perfekt geplante Treffen auf der Gamescom. Könnt ihr uns gegen 2 Uhr am Stand unseres Lieblingsentwicklers aufsuchen? Wer ist das? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall keiner, der auf der Gamescom 2012 direkt vertreten war. Valve war dieses Jahr in Form von Steam auf der Gamescom. Das führte dazu, dass genau um 2 Uhr vor dem Steam-Stand nicht 2, nicht 3, sondern genau ein Junge stand. Aber der ist dafür der beste Mensch auf der ganzen Welt. Oder der Rest hatte einfach keine Lust. Eine weitere kleine Enttäuschung auf der Gamescom 2012 war, dass fast keiner der Aussteller sein Produkt wirklich kannte. Jede Menge Headsets haben wir hier. Wir haben zum Beispiel das brandaktuelle... Moment mal, rein, erstmal eine Cola. Und ebenfalls ernüchternd war, dass wir auf dieser Messe voller Videospiele kein einziges angezockt haben. Das daran lag, dass ich als einziger ein FSK 18 Bändchen bekommen habe, zu Unrecht, und meine Freunde darauf sehr verhalten reagiert haben. Ich könnte meine Schere holen. Ja, besser. Ja, sogar bei Lego Herr der Ringe haben wir nur daneben gestanden. Neben Maniac Mind haben wir die Game One Crew aus knapp 50 Metern Entfernung gesehen. Man beachte diese wundervolle Kameraführung. Alle Aufnahmen sind übrigens auch turmmäßig überhaupt nicht zu gebrauchen, weil die Gamescom brutal laut ist. Erschütternd war auch Schlag den Raab, das dritte Spiel mit Steven Gätjen, einer der wenigen Personen, die ich niemals in einem Videospiel sehen will. Und zu guter Letzt haben wir eine krasse Alex Delarge-Verkleidung aus A Clockwork Orange gesehen, das dem Original einfach tausendmal näher kommt als mein Lowe's Karnevalskostüm, das keiner erkannt hat und alle scheiße fanden. Aber immerhin war es dieses Jahr sonnig und schön. Und auch wenn wir den ganz großen Spaß mit dem Video Day verpasst haben, hoffen wir nächstes Jahr auf eine vielleicht bessere Planung nicht vor dem Valve-Stand. Danke, mein Lieblingsspieleentwickler, ich habe daraus gelernt. Mit diesen Worten, Cheerio!